Leute, schönen Abend noch. Hey Lea, dir auch einen schönen Abend. Danke dir auch. Du, ich bin echt froh, dass zwischen uns wieder alles cool ist. Und auch danke für deine Unterstützung hier mit dem ganzen Kram. Kein Ding, das ist halt eben so, wenn einfach viele Emotionen im Spiel sind. Und ich habe die Kochshow noch mal komplett angeschaut. Und die Folge ist echt sehr, sehr gut geworden. Praktisch eigentlich perfekt, um deine Kampagne vorzubereiten. Ist echt krass, wie wenig Menschen eigentlich wissen, dass nicht nur Fleisch, sondern auch Milch, Butter, Käse und Eier von Tieren stammen. Ja, oder auch, dass Fische irgendwie Tiere sind. ich wollte mich noch mal bei dir entschuldigen, Nini. Ich wollte nicht so doof zu dir sein. Es ist ziemlich offensichtlich, dass du nichts von Anton willst, aber auch selbst wenn, hätte ich nicht so bitchy sein müssen. Alles gut, Lea. Schon vergessen. Mann, wenn alle ihre Konflikte so erwachsen lösen würden, hätte ich bald keinen Job mehr. Damien, da bin ich gespannt. Hey, Damien. Hey, Nini. Parkt dein Transporter bei uns um die Ecke? Ja. Okay, weil du musst sofort herkommen. Der wird, glaube ich, abgeschleppt. Oh, shit, ich komme sofort. Lea, ich muss los. Ja, kein Ding. Wie und warum ist mein Wagen hier? Ich dachte mir, mit dem Abschleppen ist jetzt Schluss. Mann, Damien, ich hätte fast einen Herzinfarkt gehabt. Hey, beruhig dich doch. Komm mit. Du musst die Augen zumachen. Du darfst sie wieder öffnen. Tada! Das hast du alles alleine gemacht? Ich würde mal sagen, Mission erfüllt, Damian. Mit minimaler Hilfe von Anton. Also zugegeben, mein erster Kuchenversuch war so richtig Matsche. So ein ziemlich großer Yoshi-Haufen. Ja. Der Anton kann mittlerweile kochen und backen. Mit den Tipps, die er mir gegeben hat, bin ich auf den richtigen Weg gekommen. Also so, insgesamt. Und ich wusste schon immer, dass mein Cousin der Checker ist von uns beiden, was Emotionen angeht. Und kochen? Kochen kann er definitiv besser als ich. Nini, ich glaube, ich muss dir was sagen. Das war mir doch von Anfang an klar. Wisst ihr noch? Hey, ich bin Lini. Du bist die Neue. Du fängst beim Sydney an, oder? Mhm, genau. Glaub an dich, weil ich tue es schon längst. Wir beide gehören zusammen. Und das weiß ich, seitdem ich dich in der Küche das erste Mal gesehen habe. Danke. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Danke euch.
Ich glaube, das ist nicht der Empfang, den Joanna sich vorgestellt hat. Wo warst du? Ich habe ganz Berlin nach dir abgecheckt. Können wir reden? Können? Ich meine, du hast mir nicht die Wahrheit gesagt. Wenn ich sagen, dass du mich angelogen hast, das fühlt sich unglaublich scheiße an. Oder hast du einfach vergessen, mir zu sagen, dass du verlobt bist? Lars, das ist alles einfach nur verrückt. Schau, meinem Vater war es schon immer ein Dorn im Auge, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Influencerin, das hat er einfach nie verstanden. Die ganzen Begleiterscheinungen, das Singen, das war einfach nichts für ihn. Er wollte immer, dass ich was Ordentliches mache. Und dazu zählt für ihn Kinder kriegen, heiraten. So, das wäre der Sinn des Lebens. So hat er sich das vorgestellt. Und hörst du mir zu? Ja, klar. Auf jeden Fall hat er dann diesen Typen angeschleppt, wie er meint, einer der besten Familien aus Pristin, und hat sich dann gewünscht, dass ich den heirate. Ardian. Hast du ja bereits kennengelernt. Ja. Weißt du, mein Vater ist vor kurzem an einem Herzinfarkt gestorben und ich fühle mich halt verantwortlich. Es sind richtig beschissene Sachen passiert, welche sein Herz nicht ausgehalten haben. Und vor seinem Tod hat er mir noch mal gesagt, dass er sich wirklich wünscht, dass ich jemanden heirate. Auf jeden Fall hat mich dann quasi mein schlechtes Gewissen in die Arme von Ardian getrieben. Und ich dachte mir, ich gebe ihm eine Chance, aber ich kann's nicht. Ich meine, woher soll ich an, dass dieser Typ hier herumerzählt, dass wir verlobt sind? Wir sind nicht verlobt. Okay. Wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, wie er darauf kommt. Wahrscheinlich hat es irgendetwas mit unserer Herkunft zu tun. Ist das ein Problem für dich? Deine Herkunft? Sag mal, spinnst du? Nein, natürlich nicht. Naja, ich habe den ganzen Tag auf eine Nachricht von dir gewartet, aber es kam nichts. Du bist lustig. Also erst einmal, wie hätte ich dir denn schreiben sollen? Du hast mir deine Nummer nicht gegeben, schon vergessen? Und als ich dir gesagt habe, dass ich mich auf den ersten Blick in dich verguckt habe, bist du einfach weggelaufen. Und zweitens, Joanna, wir leben in komplett verschiedenen Welten. Also in meiner Welt verlobt man sich nicht einfach, ohne das zu merken. Und ich will, wie gesagt, nicht sagen, dass du mich angelogen hast oder so. Aber ich glaube, du lügst dich an. Ich mag Lars. Endlich einer, der dein Bullshit durchschaut, Joanna. Lars, du verstehst das nicht. Es ist richtig hart, in so einer Familie groß zu werden, wo einfach nur Druck von allen Seiten kommt. Nee, verstehe ich wirklich nicht. Weißt du, du versuchst dich für alles und jeden zu verbiegen und jetzt auch noch für mich? Es wird Zeit, dass du dich entscheidest. Und zwar wirklich entscheidest. Und bis du so weit bist, bin ich raus. Weil ich habe jedes Wort, was ich gesagt habe, genauso gemeint. Bis dann, Joanna. Schön vermasselt. Now it's crossed out and weighed, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane. Ich weiß gar nicht, dass du so ein Romantiker bist. Ich auch nicht. Ich muss dir was sagen, so ernsthaft. Ich hab dich nicht hergelockt, um dich rumzukriegen. Ach, wirklich nicht? Okay, jedenfalls nicht nur. Ich wollte mich entschuldigen. Ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Die Aktion mit Max, das war das Beschissenste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Du vergiss kaum. Aber ich habe dazugelernt. Es kommt nie wieder vor. Ich bin wirklich froh, dass du das gerade gesagt hast. Und es bedeutet mir wirklich viel. Ich habe lange nachgedacht, ob ich dir nach der Sache mit Max überhaupt noch vertrauen kann. Vor allem, weil ich auch immer mitbekomme, wie du so mit Frauen umgehst. Aber wie du jetzt nach der Sache und dem Streit zu mir stehst, zeigt mir, dass du es wirklich ernst meinst. Ich meine es wirklich ernst. Es tut mir auch wirklich leid. Ich hoffe, das verstehst du. Du bist die Einzige für mich, Nini. Ich wusste es damals schon, als ich es das erste Mal in der WG gesehen habe. Nur, ich habe halt ein wenig gebraucht, bis ich das erkannt habe. Ich blindes Huhn. So was von blinde Huhn. Hello July, it's been a while since the sun came out and made you smile.
hinbekommst, Bruder. Ach du Scheiße. Felix, ich weiß nicht mehr weiter. Sydney will unbedingt die Kampagne machen. Sydney hat gesagt, er schmeißt mich raus, wenn ich die Kampagne nicht mache. Geh sterben, Influencer-Bitch. Das war heute in meinem Briefkasten. Felix, ich hab Angst. Ich krieg auch dauernd Nachrichten von Leuten, die die Kampagne scheiße finden. Und Sydney sagt, ich soll aufhören, ihn voll zu heulen. Die anderen reden nicht mehr mit mir. Ich glaube, Sydney hat denen irgendwas über mich erzählt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Sydney sagt, ich bin nutzlos. Vielleicht hat er recht. Reicht dir das als Beweis? Fuck. Hier an Sydney wie eine Hure und treibst Bobby somit in den Tod. Adrian hast du zum Teufel getrieben und Lars jetzt auch, weil du dumm bist! Dumm! Is it okay if I lose myself today? All I need is a break. Joanna, jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben will. Am Boden der Realität. Du wirst Sydney nicht mehr blind folgen. Und Nini? Ich habe nichts gegen Ninis und Damians Glück. Noch nicht mal gegen den Fame, den die beiden damit kriegen werden. So ein fucking Traumpaar. Nein, mein Problem ist das Geld, das Sydney mit den beiden scheffeln wird. Er wird sie melken wie die Cash-Cows. Und dabei wird er reicher und reicher, mächtiger und mächtiger werden. Und ihr kennt mich ja. Dabei kann ich ihm nicht einfach zuschauen. Nini, du bist die Nächste, die der Realität ins Auge blicken muss.